Ja, ich bin erstaunt, dass jetzt doch so viele gekommen sind, weil vorhin hatte ich schon Befürchtungen, weil mein Thema ja eigentlich am Back to Health vorbei ist. Weil wenn wir nicht impfen, brauchen wir keine Back to Health Messe. Ich beschäftige mich jetzt inzwischen seit nunmehr 30 Jahren mit dem Thema Impfkritik. Ich bin studierter Mediziner. Ich habe in München 1987 mein Medizinstudium angefangen und auch im 87 meinen ersten impfkritischen Vortrag an der Uni in München gehalten. Dazu erzähle ich euch meinen Werdegang dahin, weil wir lernen ja nicht in der Medizin, dass Impfen nichts taugt und unsere Kinder krank und lebenslang chronisch krank macht. Die könnt ihr gerne abfotografieren oder euch ein bisschen aufschreiben, wenn ihr wollt. Es sind wichtige Internetseiten, wichtige Bücher. Ich werde ein bisschen Schleichwerbung auch machen für Bücher, die man dringend lesen sollte. Der Daniel Trappitsch steht ja da draußen hinten in der Ecke und hat seinen impfkritischen Bücherstand mitgebracht vom Netzwerk für Impfentscheid. Die ist hier unten auch irgendwo erwähnt, die Seite von ihm. Er führt die Arbeit weiter, die die liebe Anita Petek-Diemer uns geschenkt hat. Die ist 2011 leider von uns gegangen, im gleichen Jahr auch mit Dr. Buchwald. Es war ein schweres Jahr für die Impfkritiker, aber wir haben ja Nachwuchskünstler auch hier unter uns sitzen. Also zu meiner Geschichte. Ich bin studierter Mediziner eben. Als ich anfing zu studieren, da ist in der Nachbarschaft ein Kindlein an der Dreifachimpfung gestorben. Das hört man so nebenbei. Dann kam dazu, dass ein Freund von mir eine Reise machen wollte und für 6 Wochen blind war. Der hat sich Typhus impfen lassen und war 6 Wochen erblindet. Ein Arzt meinte damals, es könne mit der Impfung zusammenhängen, das steht auch im Packzettel. Also es war schon ein pfiffiger Arzt, das ist aber allerdings 30 Jahre her. Und dann gab es die Situation, dass wir damals in den Spät-80er Jahren die Keuchhustenkomponente aus unserem Dreifachimpfstoff entfernt haben, weil die Kinder reihenweise Krampfanfälle erlitten haben, Fieberkrämpfe bis hin zur Epilepsie. Dann hat man die Keuchhustenkomponente aus unserem Impfstoff entfernt, aus dieser Dreifachimpfung, die ihr alle kennt, nicht? Die Dreifachimpfung, die wohlgelobte, ja wenigstens die. Und so hatten wir viele Jahre, fast 10 Jahre, keine Keuchhustenimpfung in Deutschland. Und trotzdem kam keine Keuchhustenepidemie zurück, was man ja immer prophezeit, wenn wir nicht impfen, kommen die Seuchen zurück. Stattdessen hatten wir eben weniger Nebenwirkungen, weniger Fälle. Und ich war eben sehr fleißig damals an der Uni, gerade was Kinderheilkunde anging. Und ich bin zu einer Sondervorlesung zum Thema Impfen gegangen, weil ich dachte ja immer noch da, Impfen ist etwas Wunderbares, weil es ist eine Protektion, also eine Prävention vor Krankheiten. Und saß dort in der Vorlesung. Und es war Februar, nicht verregnet draußen, alle saßen dort mit den Parkern, es war eine Nebelwolke, ein amphitheaterartiges Hörsaal in München. Wir saßen dort alle und schliefen fast vor uns hin, weil es war ein Wiener Professor eingeladen, der uns allerlei Gutes zu den Impfungen erzählte. Und so saß ich dort auch und schlief so fast ein und dann hörte ich so im Dämmerschlaf schon fast, wie er sagte, die Keuchhustenimpfung sei doch eines der bestverträglichsten Impfungen, die wir haben. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, so ein Schmarrn, die ist doch gerade in Deutschland erst vom Markt gezogen worden, weil sie unsere Kinder so krank macht. Und ich habe es tatsächlich laut gesagt, ihr müsst euch die Situation vorstellen, nicht? Ich stehe dort und alle Schlafenden drehen plötzlich den Kopf zu mir um. Applaus 430 Studenten und ganz entsetzt, nicht? Die Kinnlade hier unten, schauende Professoren stehen dort und schauen mich an und ich stehe da mit klopfenden Halsschlagadern und ich weiß nicht, in was für ein Hornissen ich gestochen habe. Das war mein Weg zur Impfkritik. Ich habe dann das Buch vom Dr. Buchwald in die Hand bekommen. Dr. Buchwald hat das Buch rausgebracht, Impfen, das Geschäft mit der Angst. Er ist der Vater quasi der Impfkritik in Deutschland gewesen. Dieses Buch habe ich damals zuerst gelesen und habe dann meinen ersten impfkritischen Vortrag eben 87 gehalten. Das jährt sich also jetzt fast, also ich kann schon sagen, ich kenne mich in dieser Thematik ein wenig aus. Wenn ich auch immer wieder bei den Gesprächen hier mit den Kollegen begreife, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Was ich weiß, ist das, was wir an der Uni lernen, was ihr, wenn ihr die Seiten der Behörden aufruft, auch immer wieder
eingetrichtert bekommen. Das ist wie ein Mantra, dass die Impfungen nämlich zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen gehören, die der Medizin zur Verfügung stehen. Den Beweis dafür sehen Sie beispielsweise in der fast vollständigen Ausrottung von Seuchen wie Pocken und Kinderlähmung. Und unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen werden nur in den seltensten Fällen beobachtet. Nun sind Impfungen ja keine Arzneien, sondern Impfungen sind präventivmedizinische, ja, Giftstoffe, sage ich jetzt einfach mal schon mal so salopp davor. Also ein Mix, eine Mixtur aus Chemikalien und Fremdeiweißen, die uns unsere gesunden, noch gesunden Kinder noch gesünder machen sollen, nämlich vor Krankheit schützen sollen, weil ja ihr Immunsystem noch nicht so ausgereift ist. Die würden die Masern und die Windpocken ja nicht überleben, wenn es nicht die gelobten Impfungen gäbe. So ist die Idee. Und das kriegen wir in der Universität jeden Tag eingebläut mit dem Nürnberger Trichter da oben rein. Egal welche Seite wir aufrufen, immer in diesem Jargon. Ich habe hier drei Kernsätze in Rot markiert, um einfach ein bisschen das zu beleuchten, mit was wir alles beschwindelt werden. Die wirksamsten präventiven Maßnahmen. Sind es wirklich wirksame präventive Maßnahmen? Was lernen wir an der Universität? Nichts anderes als das. Impfungen schützen, Impfungen haben wenig Nebenwirkungen, in seltenen Fällen beobachtet man schwere Wirkungen und sie haben die Seuchen ausgerottet. Ist doch was, nicht? Hat ja jeder gern und vor allen Dingen unsere lieben kleinen Kinder. Aber ist es so, produzieren sie wirklich Gesundheit? Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Praxis tätig, ja fast, und beobachte immer wieder, das hat auch Dr. Klinghardt gestern gesagt, er ist ja auch praktischer Arzt, nicht? Wir beobachten immer wieder ganz zufällig das Auftreten chronischer Krankheiten nach Impfungen. Chronische Krankheiten wie Neurodermitis, wie Asthma, wie Allergien und so weiter und so fort, nicht? Schrilles Schreien in der Nacht, plötzlich fangen die Kinder an zu schielen, wo sie vorher nicht geschielt haben, kriegen 40 Fieber. Ein ähnlicher Fall ist dieser. Luis wird als gesundes Kind das zweite Mal mit Infanrix Hexa geimpft. Das ist die Sechsfachimpfung, die heute unsere Babys bekommen sollen. Und Prevena, das ist die Impfung gegen Pneumokokken. Obwohl er auf die erste Impfung schon mit 40 Grad Fieber reagierte, ist eigentlich für jeden Arzt ein Muss, diese Kontraindikation wahrzunehmen. Nicht leichtes Fieber, sondern hohes Fieber. Steht im Packzettel drin. Heftige Reaktionen auf vorangegangene Impfung sind eine Kontraindikation, die Impfung weiterzumachen. Aber unsere Ärzte, unsere Kinderärzte impfen, impfen, impfen. Dieser Junge entwickelt also 40 Fieber und bekommt einen punktförmigen Ausschlag. Das sind Einblutungen in die Haut, das sind so Petechien, nennt man das in der Medizin. Einblutungen in die Haut. 4 Tage später dehnt sich das auf den ganzen Körper aus, diese Petechien, und er bekommt Nasenbluten. Irgendwas stimmt mit der Blutgerinnung nicht, das checkt die Mama jetzt auch und rennt in die Klinik mit ihrem Kind, da sie auch in der Windel Blutspuren gefunden hat. In der Klinik stellt man dann diese idiopathische Thrombozytopenie fest, also ein Mangel an Blutplättchen, was zu Gerinnungsstörungen führen kann, weil wir brauchen ja die Blutplättchen, um eine gesunde Gerinnung zu haben. Versichern aber felsenfest, ich weiß nicht wieso, die das können, nicht? Die sind Wahrsager oder Hellseher, nicht? Felsenfest, das hat mit den Impfungen nichts zu tun. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie oft ich von meinen Patienten, ich habe tausende Impfgeschädigte in Behandlung, tausende, wirklich über die Jahre, wie alle sagen, die Ärzte haben immer gesagt, nein, nein, das hat mit den Impfungen nichts zu tun. Und so werden wir quasi aus medizinischer Sicht, wir lernen ja da dieses Mantra, Nebenwirkungen sind selten. Also hat es mit den Impfungen nichts zu tun. Impfungen sind sicher. Also, was macht man? Die dritte Impfung. Schon die zweite Kontraindikation übersehen. 2 Monate später endet er wieder in der Klinik mit Blutungen, diesmal aus allen Körperöffnungen. Man kann ihn fast nicht retten, er blutet aus allen Körperöffnungen. Man schüttet Thrombozytenaggregate in seine kleinen Venen hinein, um im Versuch, das irgendwie zu stoppen, und er blutet und blutet. Und wieder sagt man den Eltern, es hat mit den Impfungen nichts zu tun.
Eine Aspirin allein, ein Paracetamol allein hat in der Nebenwirkungsauflistung Thrombozytopenie. In den Impfstoffen genauso. Aber woher nehmen die Ärzte die Gewissheit, dass es nichts damit zu tun haben? Woher erlangen wir unser Wissen, was Impfungen für Nebenwirkungen machen? Sollte man ja meinen, wie jedes Medikament, dass es Placebo-doppelblind kontrollierte Studien gibt. Vergesst es. Impfungen sind die einzigen Medikamente, sind ja nicht mal Medikamente, nicht? Die einzigen, ja, wie sagt man, wenn es keine Medikamente sind? Prophylaktika, nicht? Die allerdings nicht prophylaktisch wirken. Also die einzigen Medikamente auf dem Markt, die keine doppelblind placebo-kontrollierten Studien mehr brauchen. Na gut, also. Eine kritische Stimme, ihr seid also wach, wunderbar. Nein, tatsächlich, also Impfungen werden immer verglichen mit anderen Impfstoffen. Also keine Null-Arznei, die keine Nebenwirkung macht. Wenn ich also ein Gift gegen ein Gift vergleiche, dann sind die Nebenwirkungshäufigkeiten und Raten gleich hoch. Ja? Vergleiche ich aber ein Gift gegen ein Placebo, das macht nichts. Ein Placebo macht keine Nebenwirkung, außer vielleicht ein bisschen psychische Dinge. Es gibt ja immer wieder auch Nebenwirkungen unter den Placebos, aber die sind sehr gering. Und wenn wir das machen, dann sehen wir plötzlich, wie schädlich Impfungen wirklich sind. Dadurch, dass wir das aber nicht machen, können wir zu Risiken und Nebenwirkungen keinerlei Aussage machen. Impfungen, Impfstudien werden auch in der Regel nur ganz kurz gemacht in Bezug auf Nebenwirkungen. 4-5 Tage. Und dann erfasst man natürlich nur die Schwellung am Arm, das Fieber, nicht die Schmerzen. Und nicht die chronischen Krankheiten, die ihm hinten dran entstehen. Das will man ja nicht, weil... Das sagt die Ethikkommission, wenn du eine doppelblind placebo-kontrollierte Studie machen würdest und die Nebenwirkungen wären so hoch, wie sollen wir das bitte rechtfertigen, dass diese Arznei zugelassen wird? Also mach irgendwas, dass die Nebenwirkungen kleiner werden. Professor Zuck, ein Verfassungsrechtler, hat mal 2006 ein Gutachten erstellt, in dem er ganz klar formuliert, Impfen, die Empfehlung des Impfens und des Durchführens des Impfens ist eigentlich verfassungswidrig, weil wir zu Risiken und Nebenwirkungen keinerlei Aussage machen können. Das ist ein Satz. Nicht wie Impfen sind der Segen der Medizin und sie haben die Seuchen ausgerottet. Wir können zu Risiken und Nebenwirkungen von Impfungen keinerlei Aussagen machen. Gut, sagt die Pharmazie, es gibt ja das Post-Marketing-Erfassungssystem. Haben wir tatsächlich, wir haben eine Datenbank beim Paul-Ehrlich-Institut, wo jeder, inzwischen jeder seit 2013, auch ihr Geschädigten, euren Verdachtsfall auf Impfung melden könnt. Wer wusste das? 2, 3, nicht jeder, nicht? Bis 2013 war das nur medizinischem Personal erlaubt, also Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Ärzte speziell, nicht? Hebammen, also Leute aus dem medizinischen Bereich. Aber die Melderate, so schätzte selbst das Paul-Ehrlich-Institut, lag bei 3-5%. Lass es mal hochrechnen, es sind tatsächlich 5%, dann sind die Zahlen, die dort erfasst sind, völlig underreported. Wir müssten diese ganzen Zahlen, die dort sind, also mindestens mal 20 nehmen, um irgendwo halbwegs einen realistischen Wert dargestellt zu bekommen durch diese Datenbank. Also das Post-Marketing-Erfassungssystem ist völlig obsolet. Das taugt überhaupt nicht, um eine Aussage über die Häufigkeit und vor allen Dingen über die Bandbreite der Nebenwirkungen zu machen. Wie will man zum Beispiel beweisen, dass ein Krebs, der in 20 Jahren nach einer Impfung entsteht, mit der Impfung zu tun hat? Wie will man das machen? Das geht nicht. Man hat ja nicht ein Warnsignal, Lampe hier oben am Hirn, das aufleuchtet und sagt, du hast einen Impfschaden. Die meisten Patienten wissen ja nicht einmal, dass sie einen Impfschaden haben. Das eruieren wir in der Anamnese. Ja? Eine Multiple Sklerose, die 16 Wochen nach einer Hepatitis B-Impfung auftritt, wie will man sagen, dass das mit der Impfung zusammenhängt? Wenn man aber eine Anamnese macht und sieht, der hat 4 Wochen nach einer Impfung eine Mittelohrentzündung bekommen und weitere 3 Wochen später eine Lungenentzündung, der war vorher nie krank, dann weiß man, irgendwas hat sein Immunsystem ganz empfindlich zerstört. Und dann kommt später die Autoimmunerkrankung dazu. Das ist ja von vielen, vielen Menschen beschrieben worden, untersucht worden. Die Behörden kümmern sich ein Kehricht drum, diese Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Es obliegt also uns Impfkritikern,
da Arbeit zu leisten. Und ich bin zum Beispiel jemand, der mitgewirkt hat bei diesem Film Wir impfen nicht, den kann man auch draußen bei uns am CD-Stand nachher kaufen, wenn man mag, eine sehr empfehlenswerte DVD, eine 100-minütige Dokumentation, wo es eben darum geht, dass auch mal Impfgeschädigte zu Wort kommen. Manche Impfgeschädigte prozessieren 20, 25 Jahre lang vergeblich, dass der Impfschaden anerkannt wird, der so offensichtlich stellenweise ist. Wie wird man zum Impfgegner? Ja, meistens durch schlechte Erfahrungen mit Impfungen. Wer von euch hat schon schlechte Erfahrungen mit Impfungen gemacht im Sinne von Nebenwirkungen? Dreht euch bitte um, dass ihr das seht. Impfungen sind, also Impfschäden sind nicht selten. Hebt die Arme vielleicht noch ein bisschen höher, dass wir das sehen. Ist es selten, bitte? Es ist die Hälfte von euch. Gut, ihr seid ein vorgefertigtes Klientel, nicht? Ihr geht auf einen Impfvortrag. Ihr müsst schon impfkritisch sein. Ich habe eine Seite aufgemacht im Internet, die heißt information.org. Das ist das Dependant zur Facebook-Seite AGI, Arbeitsgemeinschaft für Information. Wer also Facebook-Fan ist, ich bin mittlerweile wieder ein bisschen raus, weil die Pharma-Trolle auf Facebook dermaßen penetrant sind, das ist grausig. Da wird immer wieder mit der gleichen Schlammschlacht wird da eben dieser Krieg weitergeführt. Genau, Michael Leitner, dieser Filmemacher, hat diese DVD mit den Impfkritikern gemacht. Er ist durch ganz Europa gefahren und hat die Impfkritiker interviewt und dann Impfgeschädigte interviewt. Und so ist diese DVD entstanden. Also eine sehr, sehr sehenswerte DVD. Die Impfkritik ist so alt wie das Impfen fast selber. Eines der ältesten Bücher, die ich gefunden habe, ist vom Hugo Wegener. Er hat schon 1912 zu der damals verpflichtenden Pockenimpfung ein Büchlein geschrieben. Die Pockenimpfung ist ja 1876, glaube ich, als Reichsimpfgesetz eingeführt worden. Und eben einige Jahre später hat er dann dieses Buch geschrieben. 36.000 amtlich anerkannte Impfschäden mit über 6.000 Todesfällen. Impfen hat wenig Nebenwirkungen, wie wir lesen. Kann man da nicht bestätigen. Ja, sind impfkritische Ärzte wirklich so unwissende Ignoranten, wie man ihnen immer unterstellt? Dazu möchte ich Klaus Hartmann vorstellen. Klaus Hartmann war Kollege, Arzt, der 10 Jahre lang im Paul-Ehrlich-Institut in der Abteilung für Arzneimittelsicherheit gearbeitet hat, bis 2004. Er hat damals eben auch erfasst, dass die Hexavac-Impfung, die Sechsfach-Impfung, deutliche Signale zu Todesfällen lieferte. Deutliche Signale. 2001 hat er das schon angesprochen. Und was hat das Paul-Ehrlich-Institut gemacht? Nichts. Gar nichts. Sie haben nicht reagiert. Und Klaus Hartmann hat irgendwann die Faxen dicke gehabt mit dem Paul-Ehrlich-Institut und hat seinen Kittel an den Nagel gehängt und hat gesagt, ich kann nicht mehr mit ansehen, wie wir mit diesen Signalen hier umgehen. Er ist gegangen. Und 2005 kommt dann das Desaster mit der Hexavac-Impfung. 33 Kinder sterben plötzlich mit Hirnödemen, dass die Pathologen selbst die Haare aufstellt und sagen, sowas haben wir nie gesehen. Seitdem ist Professor Penning aus München, der einige dieser Kinder obduziert hat, eben auch als Impfkritiker abgestempelt, weil er geäußert hat, das kann möglicherweise mit den Impfungen zusammenhängen, weil alle Kinder sind unmittelbar nach den Impfungen eben gestorben mit Hirnödemen. Wow. Ja? Und die Kalotte begrenzt ja, dass sich das Hirn ausdehnen kann. Die haben schrill geschrien, die Augen verdreht und am nächsten Morgen lagen sie tot im Bett. Er ist heute in der Funktion, dass er Impfschadensgutachten schreibt. Und dieses wunderschöne Buch kann man auch draußen beim Daniel Trappitsch erwerben. Auch dieses Buch ist sehr, sehr interessant, weil die Ärzte, die pharmakritischen Ärzte sind ja nicht alles nur Ignoranten und Spinner und Scharlatane, was man uns nicht alles unterstellt. Wir hätten keine Ahnung, wir würden Studien verdrehen und ignorieren und so weiter. Er ist hier aus dem Metier, nicht? Er hat 10 Jahre lang für die Eli Lilly oder länger für Eli Lilly gearbeitet. Eli Lilly merken wir uns ein bisschen im Hintergrund. Es ist eine Firma, eine Pharmaindustrie, die Impfstoffe herstellt. Dr. Jean Virapé, glaube ich, spricht man das aus. Ich weiß nicht, ob französisch betont oder englisch betont, obliegt eurer Fantasie. Ich weiß gar nicht, was er ist. Ich glaube, er ist Engländer. Sein Bestseller, der inzwischen in 18 Sprachen übersetzt wird. Dann haben wir impfkritische Ärzte, sind nicht in der Lage, Studien zu lesen. Ein wunderbares Buch, das könnt ihr euren Kinderarzt bitte zu Weihnachten schenken.
Die Dr. Humphreys, Susan Humphreys, ist Nephrologin, also Nierenärztin, und die hat dieses Buch geschrieben mit über 800 Literaturhinweisen. Also die hat Recherche betrieben. Ein wunderbares und so fundiertes Buch. Ist jetzt auch im Februar, seit Februar 15 in Deutsch erhältlich. Auch Anwälte beschäftigen sich damit, weil wir haben kaum Anwälte, die Impfschadensanträge eben vor Gericht durchfechten. Die Julia Büdikofer war eine, die hat sich da wirklich reingebissen in dieses Thema und hat auch ein Buch geschrieben, Hilfe, ich muss eine Impfentscheidung treffen. Also auch sehr lesenswert, die Erfahrungen von Anwälten im Umgang der armen, gestraften Eltern, die jetzt seit den Impfungen ein lebenslang 100% schwerbehindertes Kind zum Beispiel haben. Infos zu Gutachtern und Anwälten bekommt man im Übrigen über die Libertas und Sanitas. Das ist ein freiwilliger Verein, die eben Impfschadensanträge begleiten. Die haben auch das Impfsorgentelefon eingerichtet. Wenn jemand Fragen hat zum Thema Impfen, dann bitte dort anrufen. Ein weiteres interessantes Buch, auch erst kürzlich rausgekommen, ist Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Das hat der Götzsche geschrieben. Götzsche ist der Direktor der Cochrane Collaboration in Dänemark, ein ganz interessanter Mann. Und er wurde 2010 an der Universität Kopenhagen zum Professor für klinisches Forschungsdesign und Analyse ernannt. Also wenn der sich nicht auskennt, dann weiß ich auch nicht. Der analysiert alle Studien, das nennt man eine Meta-Analyse, und findet immer wieder heraus, dass Impfungen nichts wirken und nur Schäden setzen. Ist kritikloses Vertrauen in die Pharmaindustrie sinnvoll? Ich meine, die Antwort wisst ihr schon. Ein Zitat aus diesem Buch von Götzsche in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Kürzlich aufgeflogen ist in Indien eine Firma, die nichts anderes zu tun hatte, von der Pharmaindustrie bezahlt, nichts anderes zu tun hatte, als Medizinstudien zu fälschen. Die Ergebnisse so zu verschönen, Nebenwirkungen so wegzuinterpretieren, dass die Medikamente zugelassen werden konnten. Wie ein Reisebüro Reisen verkauft, war diese Firma dazu da, Studien zu fälschen, auch Impfstudien. Es werden immer wieder schwere Bußgelder für die Pharmafirmen ausgehängt. Firma Pfizer zum Beispiel, eines der größten Impfstoffhersteller, musste 2,3 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Dollar Entschädigung zahlen. 2011 zahlte GlaxoSmithKline 3 Milliarden Dollar für Arzneimittelbetrug. Jetzt kommen wir in die 1 Milliarden Bereiche, nicht? Abbott, und da ist auch wieder die Firma Lilly, nicht? Johnson & Johnson, 1,1 Milliarden. Und jetzt folgt eine irrsinnig lange Liste mit 900 Millionen, 870 Millionen. Nicht? Eine irrsinnig lange Liste, die ich euch ersparen möchte. Immer ging es um Betrug, Irreführung, Bestechung und Vermarktung nicht zugelassener Medikamente. Herr Doktor, wenigstens die Tetanusimpfung. Oder die Polioimpfung. Ich bin ja schon impfkritisch, aber wenigstens die Tetanusimpfung. Bitte lest das Buch Die Tetanuslüge von Hans Tolzin. Er hat sich so viel Arbeit gemacht zu recherchieren. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr ja immer noch Tetanus impfen, wenn ihr dann immer noch nicht aufgewacht seid. Aber die Tetanusimpfung ist meines Erachtens nach eines der schwachsinnigsten Impfungen und der größte Schwindel, den man uns unterstellt, nicht? Also den man uns vorlügt. Man kann sich gegen Gifte nicht immunisieren, das ist ausgeschlossen. Sonst hätten wir doch eine Impfung gegen alle Schlangengifte und Pilzgifte, nicht alle. Das ist ja kein Problem, diese Eiweißstrukturen in Form einer Impfung zu verkaufen. Warum gibt es das nicht? Das ist doch ein Klacks für die Pharmaindustrie, alle Schlangengifte in einen Cocktail zu mischen und zu spritzen. Gibt es nicht. Man kann sich gegen Gifte nicht immunisieren. Das hat die Natur nicht vorgesehen. Wenn wir einmal Tetanus hatten, können wir den auch immer wieder bekommen. Aber hier verkauft man uns, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Gift, was die Tetanusbazillen freisetzen, zu neutralisieren, schon im Vorfeld. Das funktioniert aber nicht. Es gibt einen Jungen, 2009, ein 14-Jähriger, der ist inzwischen älter, nicht? Der hat den Tetanus entwickelt.
Er war als Kind dreimal immunisiert worden in dieser Dreifachimpfung und ein letztes Mal ein halbes Jahr, bevor er krank geworden ist, an Tetanus. Man hat Untersuchungen gestartet und gefunden, er hat wahnsinnig hohe Antikörper für Tetanus. Das ist ja das, was man beweisend als Beweis für die Wirksamkeit der Impfung heranzieht. Man spritzt dort oben was hinein und macht Messungen der Antikörper und sagt, jetzt hast du eine Schutzgröße, du hast schützende Antikörper. Aber Antikörper schützen nicht. Antikörper bedeuten keinen Schutz vor Krankheit. So auch dieser 14-jährige Junge. Der hat den Tetanus entwickelt und dann hat man gesucht und Laborkontrollen gemacht und dann am Ende musste man gestehen, ja, der hat Tetanus, trotz der hohen Antikörper. Und dann war das Robert-Koch-Institut so intelligent zu sagen, endlich mal mit dem Nagel auf den Kopf zu treffen, mit dem Nagel auf den Kopf zu treffen. Und die sagten, dann hat der wohl nicht protektive Antikörper entwickelt, also nicht schützende Antikörper. Es ist ja ein Wahrheitsgehalt darin, weil ich denke, die Antikörper, die wir dort produzieren auf Impfstoffe, schützen sowieso nicht. Das sehe ich in tausenden Belegen, die ich euch hier vielleicht nur randweise mal erwähne, nicht? Weil ich habe leider nur eine Stunde. Also unglaublich, nicht schützende Antikörper. Und jetzt fragt bitte mal euren Kinderarzt, wenn ihr impft, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir mein Kind jetzt gegen Tetanus impfen, er nicht schützende Antikörper entwickelt? Der wird euch anschauen und mit der nicht, dem wird nichts einfallen. Was bitte soll denn das sein? Antikörper sind Schutzkörper. Aber denkst du? Ja, nicht schützende Antikörper. Ich habe Korrespondenz geführt, 6 Jahre nachdem diese Sache war, mit dem Robert-Koch-Institut. Liebes Robert-Koch-Institut, habt ihr jetzt diese Sache untersucht? Wie häufig tritt dieses Phänomen auf, dass man nach Impfung nicht protektive Antikörper entwickelt? Und es kam zurück, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Und wir gehen davon aus, dadurch, dass Tetanus so selten ist, dass die meisten Menschen schützende Antikörper entwickeln. Das sind die Behörden. So gehen die Behörden mit der Sicherheit, mit der Gesundheit unserer Kinder um. Es gibt Bücher eben wie von einer australischen Kinderärztin, Impfen, Immunschwäche und plötzlicher Kindstod, sehr lesenswert, ist auch eben sehr gut recherchiert. Andere Ärzte, die Coulter, Impfen, der Großangriff auf Seele und Gehirn. Wir müssen uns doch wirklich fragen, was mit unseren Kindern passiert im Laufe der letzten Jahre. Autismus explodiert, ja? ADHS, Lernstörung, das gab es früher in diesem Maße überhaupt nicht. Da wird das Gehirn attackiert. Das war das erste Buch, was ich damals gelesen habe, das Geschäft mit der Angst vom Buchwald. Impfen nützt nichts, Impfen schützt nichts, Impfen schadet. Ein weiteres Buch ist hier, glaube ich, schon erwähnt worden vom Köhnlein. Dr. Köhnlein ist auch Kinderarzt. Der hat mit einem anderen Kollegen zusammen dieses Buch geschrieben, Der Viruswahn. Und dazu möchte ich einfach vielleicht ein bisschen unser Weltbild wieder zurechtrücken, weil wir sind so in Angst vor Viren. Was ist ein Virus? Ein Virus ist nichts anderes als eine DNA-Sequenz. Das ist kein Käfer mit Hörnern und Stacheln, nicht blau angemalt und Giftspritzen in der Tasche. Nein, es ist nur eine Aminosäuresequenz und mehr nicht. Nicht mal in der Lage, sich selbst zu reproduzieren, weil es diese Organsysteme gar nicht hat, wie ein Bakterium, das sich teilen kann. Ein Virus ist nur eine DNA-Sequenz. Und gibt es Viren? Könnte das nicht nur eine Erfindung der Pharmaindustrie sein? Die Frage muss man sich stellen, vor allen Dingen jetzt, nachdem der Stefan Lanker, ein Virologe oder Biologe, den Prozess gewonnen hat. Er hat nämlich eine Belohnung ausgestellt. Derjenige, der mir den wissenschaftlichen Nachweis der Existenz des Masernvirus bringt, kriegt 30.000 Euro Belohnung. Es hat sich niemand gemeldet. Dann hat er erhöht auf 50.000, immer noch keiner gemeldet. Dann hat er 100.000 ausgelobt. Und dann kam ein pfiffiger Arzt, der hat dann 5 Studien oder 6 Studien vorgelegt. Die eine beschreibt, es gibt eine Stoßstange, die nächste beschreibt, es gibt 4 Räder, die nächste beschreibt, es ist ein Auspuff. Es entsteht ein Bild von einem Auto. Aber keine einzige dieser Studie war in der Lage, wissenschaftlich die Existenz des Masernvirus zu belegen. Und er hat jetzt am 16.02. in diesem Jahr den Prozess, die zweite Instanz des Prozesses gewonnen,
Der wissenschaftliche Nachweis der Existenz eines Masernvirus fehlt. Wir haben nie ein Virus gesehen. Die Elektronenmikroskopie fotografiert nur Artefakte, keine Viren. Das, was die uns verkaufen dort, nicht? Ihr kennt aus den Zeitungen die gelbe Ebola-Schlange. Seit wann können Elektronenmikroskope Farbfotos schießen? Das sind nur Modelle. Ich habe Blanka auf dem Stuttgarter Impfsymposium jetzt vor kurzem gefragt, oder jemand anders hat gefragt, nicht? Glaubst du dann überhaupt, dass es Viren gibt, die krank machen? Und er hat gesagt, nein, er ist Virologe, er hat eine Doktorarbeit über ein Meeresvirus geschrieben. Er glaubt nicht daran und ich glaube inzwischen auch nicht mehr daran. Warum? Schalten wir unser Hirn ein. Wir haben über 10.000 verschiedene Bakterienarten in unserem Magen-Darm-Trakt. Über 10.000. Sogar 40% von euch haben Tetanusbakterien im Darm, ohne dass ihr tetanuskrank seid. Wir haben Viren in unserem Körper. Man findet im Blut, in einem Milliliter Blut finden wir 500.000 Aminosäuresequenzen, die Retroviren gleichen, ohne dass wir dem irgendeine pathologische Korrelation zuordnen können. Wir sind voller Material, was man sagt, das sind Viren, voller Material. Also Viren-DNA-Sequenzen sind vielleicht nur Überreste der Ursuppe, aus denen wir gemacht sind. Wir haben eine Nasenrachenflora. Ohne die könnten wir gar nicht gesund sein. Eine Darmflora, eine Vaginalflora, eine Hautflora, alles Bakterien, alles Viren. Wir haben mehr Keime in uns, als wir Körperzellen haben. Es ist ein wunderbares Biotop, was über die Laufe der über Millionen von Jahren die Evolution aus uns gemacht hat. Ohne Bakterien könnten wir gar nicht sein. Deswegen isst man ja so gerne Rohkost, weil Rohkost sind Mikroorganismen, Lebewesen, die kaputte Kost, die zerkochte Kost, die macht uns krank und kaputt. Wir brauchen den Kontakt mit den Viren. Und dann kommt die intelligente Pharmaindustrie und die Medizin und macht uns Angst vor 20 Viren. Masernvirus. Wer von euch hat alles die Masern gemacht? Und wer hat schwere Komplikationen erlitten, bitte? Keiner. Und jetzt ist das Masernvirus tödlich. Nicht? Wir hatten letztes Jahr in Berlin 1300 Erkrankungen. Als das 700. Kind erkrankt war, ist ein Kind gestorben. Stand riesig in der Presse. Ungeimpftes stirbt an Masern. Jetzt war das Kind gegen alles geimpft, weil das Kind hatte einen Herzfehler. Das ist auf dem Weg ins Krankenhaus sogar reanimiert worden. Das hat man im Nachhinein hat man das erfahren. Dieses Kind hatte einen Herzfehler und die Eltern waren sehr in Angst, gerade um Infektionen. Deswegen haben sie das Kind gegen alles impfen lassen, nur nicht gegen Masern. Und das ist unmöglich. Wenn man heute ein Kind gegen Windpocken und Röteln und Mumps impft, aber nicht gegen Masern. Und warum sollte eine Mutter gerade nicht gegen Masern impfen, wenn sie doch impfgläubig ist? Das ist doch so widersinnig. Also sie lassen das Kind gegen alles impfen, nur nicht gegen Masern. Mit Impfstoffen, die importiert werden müssen, weil es die in Deutschland gar nicht mehr gibt. Wir haben immer mehr Kombinationspräparate, aber nicht einen einzigen masernfreien, also einen einzelnen isolierten Masernimpfstoff. Und dann stirbt das Kind und man sagt, ein Ungeimpfter stirbt an Masern. Stirbt ein Kind mit einem Herzfehler nach der Impfung, dann war es der Herzfehler. Stirbt aber ein Kind mit einem Herzfehler an einem natürlichen Infekt, dann ist es der böse Infekt. Und wer wird angeprangert? Die Ungeimpften, nicht? Die Impfskeptiker. Ich muss mir ein schlechtes Gewissen machen, dass dieses Kind an Masern gestorben ist. Dann diese ganze Angst mache um SSPE. Als ich gelernt habe, noch damals die Virologie, da war bekannt, dass SSPE eine chronische Infektion ist, eine Gehirnhautentzündung ist, die entsteht durch mehrere virale Infektionen, schleichende Infektionen gleichzeitig. Und das passiert nach den Impfungen. Früher stand sogar in den Masernpackzetteln, in Amerika kann man es noch nachlesen, die SSPE sogar als Nebenwirkung drin. Und was passiert heute, wenn ein kleines Kind 3, 4, 5 Monate die Masern macht? Es wird geimpft gegen Masern. Völlig ignorierend, dass der eine lebenslange Immunität gegen Masern hat. Der wird geimpft. Und was passiert in unserem Immunsystem, wenn man jemanden impft, der die Krankheit schon längst hatte? Ist eigentlich nicht wirklich bekannt. Also die Kinder, die SSP hatten, sind alle im Nachhinein geimpft worden. Das wird nur gedeckelt. Interessant auch, dass 2014
zwei Kinder nach der Masernimpfung gestorben sind. Das wird aber überhaupt nicht in der Presse breitgetreten. Machen wir weiter im Programm. Also Impfung, der unglaubliche Irrtum. Auch hier ein Ärztepaar aus Frankreich, die dieses Buch geschrieben haben. Also es gibt viele Bücher. Auch dieses Buch ist sehr interessant, eben von diesem Stefan Lanka und einem Rechtsanwalt, Impfen, Völkermord des dritten Jahrtausends. Wenn ihr einen Impfarzt so ein Buch auf dem Tisch legt, der wird voll zumachen. Der ist zu keiner Diskussion mehr offen, weil er sich als Völkermörder betitelt fühlt. Ist denn da was dran? Warum nennt jemand sein Buch Impfen, der Völkermord des dritten Jahrtausends? Das ist tatsächlich passiert, nicht? Das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern sauge, das kann man nachlesen. 1994 werden in den Philippinen, in Uganda, in Mexiko, in Nicaragua gebärfähige Frauen mit einem Tetanus-Impfstoff geimpft, der das Schwangerschaftshormon Beta-HCG enthält. Die Folge war Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit. Diese Impfung nennt man Infertilisationsimpfung. Das ist eine Impfung, die man nicht, indem man die Frau fragt, möchtest du unfruchtbar werden, weil wir müssen die Geburtenrate senken? Die wird nicht gefragt. Es werden Millionen von Frauen geimpft mit diesem Impfstoff unter dem Deckmantel Tetanus und werden damit unfruchtbar gemacht. Man könnte ja jetzt sagen, okay, 94 ist ein alter Hut, das ist schon lange her. Aber im März und im Oktober 14 hat man das wieder gemacht. 2,3 Millionen Kenianerinnen werden mit einem Impfstoff, einem sicheren Impfstoff der WHO, geimpft. WHO heißt Weltgesundheitsorganisation. Mit einem Impfstoff, der Beta-HCG enthielt. Es war ein Riesenskandal. Die katholische Ärzteschaft ist auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, was macht ihr da? Wir werden ja völlig unglaubwürdig. Bitte eine Untersuchungskommission einleiten. Und dann steht eben im Februar 15 in der Welt, diese Zeitschrift Welt, dass eine Untersuchung gemacht worden ist und zumindest in 30% der Impfchargen war Beta-HCG drin. Was völlig gelogen ist, aber ein Geständnis. Weil wenn in 30% es drin war, dann wird die böse Absicht unterstellt. Und wenn ich 2,3 Millionen, 30% davon nehme, dann ist es ein Unfruchtbarmachen von 30% von 2,3 Millionen Kenianerinnen. Wenn ich heute Steuern hinterziehe oder irgendwas Böses mache, meine Nachbarn beschimpfe, komme ich ins Gefängnis. Aber glaubt ihr, da wird eine Anklage gemacht? Das kann man nachlesen. Das ist keine Sache, die ich erfinde. Bitte recherchiert es. Und das ist definitiv Völkermord. Die werden nicht gefragt. Und auf wen geht es zurück? Wer unterstützt es? Das ist der liebe Bill Gates mit seiner GAVI, die Global Alliance for Vaccines. Was das I bedeutet, weiß ich nicht. Intuition, nicht? Der gibt Milliardenbeträge, spendet er. Was passiert, wenn wir eine Spende machen, größeren Umfangs in Deutschland? Was kriegen wir dann? Eine Spendenquittung, die können wir steuerlich gut absetzen. Aber dieses Geld, was er da spendet, kommt ihm zugute, weil er finanziert damit seine Pharmaindustrie. Und Bill Gates hat wortwörtlich auf einem Vortrag gesagt, kann man auch im YouTube anschauen, die Welt kann nur überleben, wenn wir 500 Millionen Einwohner sind und der Rest muss weg. Wer empfiehlt Impfungen? Die STIKO. Wir haben ja jetzt gelernt, dass wir der Pharmaindustrie nicht unbedingt trauen wollen. Die Ständige Impfkommission, alles liebe Leute mit einem wunderschönen Lächeln im Gesicht, nicht da. Mit denen würde man gern mal auf ein Bier gehen, wenn man Bier trinken würde. Ja? Der Leidel, der Heininger, der Zepp, ja? Alles nette Menschen. Die empfehlen Impfung. Zepp ist bekannt geworden da, der hat die Schweinegrippe-Impfung so empfohlen. Professor Zepp hat der Bild-Zeitung gesagt, 35.000 tote Deutsche erwarten wir, wenn wir nicht Schweinegrippen impfen. Der war sehr daran beteiligt. Der hat in Deutschland jedem Arzt eine so dicke Hochglanzkladde zuschicken lassen über das H1N1-Update. H1N1 ist das Schweinegrippenvirus. Und dann gab es den Skandal, dass die Regierung sich einen anderen Impfstoff bestellt hat und die Soldaten als die eigentlichen Schwangeren und Kleinkinder bekommen sollten. Ein Impfstoff, der wieder squalenhaltig war, quecksilberhaltig war, der schwerste Nebenwirkungen gemacht hat. Und wo bitte blieb die Schweinegrippe? Die kam nicht. Das war die mildeste Grippesaison überhaupt. Und wo bitte war die saisonale Grippe?
da wo die Schweinegrippe kam. Die hatte Urlaub gemacht. Ja? Die Vogelgrippe ein Jahr zuvor, die war plötzlich weg, die war in die Ferien gefahren. Also was für eine Absurdität man uns da, nicht? Dass ein grippekranker Vogel von Asien, nicht? Mit 40 Fieber daher flattert, tausende von Kilometern, ja? Um einen infizierten Schiss runterzulassen und genau eine Vogelfarm zu treffen, ja? Und was macht die liebe Regierung? Sie verhängt Ausgangssperren für die Hühner und Enten. Es ist doch so absurd. Und das macht aber Panik. In München haben alte Damen ihre Kanarienvögel in die Telefonzellen am Bahnhof ausgesetzt, aus Angst, Vogelgrippe zu bekommen. Ja, es ist traurig, es ist wirklich traurig. Und das machen diese Leute. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für unsere Kinder Impfungen. Der Heininger zum Beispiel empfiehlt für die Schweiz gleichsam mit, nicht? Er hat zum Beispiel ganz erfreulich in seinem Forum berichtet, dass wir in der Schweiz neuerdings sogar Schwangere gegen Keuchhusten impfen. Weil die Kinder, die dann haben, dann einen Nestschutz, ja? Was er aber den Schwangeren total verschweigt ist, dass es keine einzige monovalente Keuchhustenimpfung gibt. Wir haben 46 Kombinationspräparate, also mit Diphtherie, Tetanus, Polio kombiniert, aber keine einzige monovalente Keuchhustenimpfung. Wie stolz! Wir impfen neuerdings sogar gegen Keuchhusten. Das passiert in Brasilien jetzt auch pflichtmäßig. Seit Oktober 14 wird in Brasilien mindestens dreifach geimpft. Die Schwangeren. Pflicht. Und jetzt, was passiert, wenn wir im Oktober anfangen, Schwangere zu impfen? Die kriegen ihre Kinder 2015. Und was ist 2015 in Brasilien angefangen? Nach Ebola? Zika. Man macht plötzlich ein Virus dafür verantwortlich, dass die Kinder mit kleinen Köpfen zur Welt kommen. Das ist eine Impfnebenwirkung. Mikrozephalien und Gehirnschädigungen waren früher also unter den Impfungen beschrieben. Könnte eine Ursache sein. Oder die genmanipulierten Mücken, die man jetzt aussetzt, um die Malaria oder sowas einzudämmen. Nicht? Gegen was? Blödheit. Ja, ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Wenn Sie ein bisschen Businesswissen haben oder so, machen Sie eine Impfung. Ich glaube, Sie werden eine Menge Geld verdienen. Heininger hat Interessenskonflikte, wie alle bei der STIKO. Und das kann man nachlesen. Ich erspare euch jetzt hier jedes kleinste Detail. Nur die fettgedruckten Dinge, da steht immer finanziert, unterstützt von und Reisehonorare und Beraterhonorare. Die Ständige Impfkommission kriegen fast alle Gelder von der Pharmaindustrie. Die sind also nicht unbefangen. Die haben wie Professor Zepp ein großes Interesse, die Grippeimpfung auf den Markt zu bringen, wie Professor Schmidt seinerzeit, der die HPV-Impfung, die Gebärmutterhalskrebsimpfung empfohlen hat, bevor überhaupt die Studienergebnisse bei uns draußen waren. Ausnahmsweise aufgrund des hohen öffentlichen Interesses. Niemand hatte Interesse einer Gebärmutterhalskrebs, aber er hat 10.000 Euro kassiert, einen Preis dafür, dass er sich so engagiert für die Impfaufklärung einsetzte. Professor Schmidt hat dann seinen Kittel an den Nagel gehängt aufgrund seiner Interessenskonflikte und ist jetzt bei der Firma Novartis in der Chefabteilung für Impfwesen tätig. Der hat für unsere Kinder Impfempfehlungen ausgesprochen. Ja, du hast recht, protestier nur da hinten. Das ist der heutige Impfkalender, also der ist fast unverändert, 2014-15. Und wir sehen, dass wir hier die erste Impfung schon mit der sechsten Lebenswoche bekommen, die Rotavirus-Impfung. Und dann kommt im zweiten Lebensmonat, jetzt geht mein Pointer nicht mehr, kommt dazu die zweite Rotavirus-Impfung und die Sechsfach-Impfung, nicht? Das Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, HIV und Hepatitis B. Warum bitte muss man ein kleines Baby gegen Hepatitis B impfen? Das ist eine Erkrankung, die auftritt durch Blutkontakt mit Fixern, mit Prostituierten. Hat mein Baby doch keinen Kontakt mit. Warum muss ich ein 2 Monate altes Baby gegen Tetanus impfen, wenn ich die Idee habe, die Impfung wirkt? Weil mein 2 Monate altes Baby wird nicht draußen im Kuhschlamm schon rumkrabbeln, sondern spätestens mit 6 Monaten erst. Warum impfen wir so früh?
Und dann kommt der Hammer da eben bei der U6, 11., 12. Monat, inzwischen 12 empfohlene Impfungen. Und das sieht dann in Amerika ungefähr so aus. Der Ton ist jetzt leider nicht zu hören, weil da kriegt man dann noch mehr Gänsehaut, nicht? Ein armes Kind. Jetzt zählen wir. 1, 2, 3, 4, 5 Spritzen. 6. Grippeimpfung. In Amerika ist Usus, alle Jahre die Kinder seit dem halben Lebensjahr gegen Grippe zu impfen. Schaut euch das arme Kind an, nicht? Gesunde Kinder werden willentlich bewusst zerstört. Und das habe ich aus dem Ärzteblatt ausgeschnitten. Im Ärzteblatt stand 2002 ein Aufsatz über den Auftrag der Ärzte. Und da steht unter einem Punkt 11, wir müssen gesunde Menschen chronisch krank machen, lebenslang chronisch krank machen, um neue Märkte zu erschließen. Das ist der Auftrag der Ärzte. Wir machen als Kinderarzt 1/3 unseres Geldes mit dem Impfgeschäft und 2/3 mit den Krankheiten, die wir setzen. Auch ihr, die Akasha-Messe, könnte gar nicht existieren, wenn wir nicht chronisch Kranke hätten, die ganzen Allergien, die Giftstoffe ausleiten. Das ist eine Riesenlobby. Nichts gegen euch, da die, ja, ich sage ja, ich bin am Thema vorbei, nicht? Ich hätte eigentlich letzte Woche schon kommen müssen, dann wäre die Messe vielleicht ausgefallen. Schauen wir in die USA, was da passiert. Heute hat die USA die höchsten Raten an Kindersterblichkeit. Ein hochzivilisiertes Land. Die höchsten Kindersterblichkeiten an Kindersterblichkeitsraten auf der Welt. Mitunter. 1 von 45 Kindern leiden an Autismus. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Amerika. Und es werden 124 Milliarden Dollar Profite damit erzielt, jährlich. 1 von 3 Frauen sind betroffen, jede 3. Frau kriegt Krebs und jeder 2. Mann. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was könnte das auslösen? Was ist in den Impfungen möglicherweise drin, dass das so ungesund ist? Da haben wir einmal Thiomersal. Thiomersal ist eine Quecksilberverbindung. Das ist das giftigste Element, was wir in der Elemententabelle aufzuweisen haben. Dann Aluminium, nicht? Aluminium ist in den meisten Impfstoffen als Impfwirkverstärker drin. Formaldehyd. Man sagt ja immer, Formaldehyd sei ein Abbauprodukt des Körpers. Ja, es stimmt, es ist ein Abbauprodukt unseres Ameisensäurezyklus. Aber Kot ist auch ein Abbauprodukt und das spritzen wir uns doch auch nicht in die Blutbahn. Fremdeiweiße. Viele Impfstoffe werden auf Eiern gezüchtet, das sind die Nährmedien, aber eben auch auf Krebszellen. Die HeLa-Zellen sind die Krebszellen von einer Henrietta Lacks, die einen Gebärmutterhalskrebs hatte. Und das sind immortable Zellen, unsterbliche Zellen, die sich immer und immer wieder zerteilen. Die Henrietta Lacks hat man, glaube ich, inzwischen 1000-mal reproduziert von ihrem gesamten Körpergewicht, ihre Zellen, nicht? Oder auch fötale Zellen. Wenn ihr einen Abort habt im Krankenhaus, also einen Abgang habt oder eure Plazenta nicht mitnehmt, um sie unter einem Birnbaum zu vergraben, dann wird die meistens der Pharmaindustrie zugeführt. Da werden Kosmetika draus gemacht und Impfstoffe. Dann sind Phenole drin, die bekannt sind, krebserregend zu sein, nicht? Teratogen, also genschädigend und Allergie auslösend. Polysorbat 80 macht autoimmune Reaktionen wie Diabetes. Glyphosat findet man inzwischen auch in Impfstoffen. Sogar Nagalase. Ich weiß nicht, ob ihr von diesem Ding gehört habt, dass in Amerika 15 Ärzte verschwunden sind, die an dieser Nagalase geforscht haben. Das ist Impfstoffen auch willentlich zugesetzt. So sagt man, nicht? Ich weiß natürlich auch nicht immer den Wahrheitsgehalt, aber wenn man das recherchiert, wird man erstaunt sein, was man da alles liest. Also Thiomersal macht Zellschäden im menschlichen und tierischen Geweben. Es führt zum Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Es führt zu Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensstörungen, Autismus und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bis hin zu Autoimmunerkrankungen.
Moderne Impfstoffe sind quecksilberfrei, sagt man, denkste. Wir haben das untersucht. Der Infanrix Hexa-Impfstoff enthält immer noch Quecksilber. Und Professor José de Oliveira aus Brasilien stellte 2011 noch fest, dass über 90% der weltweit eingesetzten Impfstoffe Quecksilber enthalten. Aber auf den Beipackzetteln wird es nicht aufgelistet, weil Rückstände muss man nicht mehr auflisten. Die haben also nicht das Gebot, ihr Rezept für die Suppe, die sie da brauen, komplett zu veröffentlichen. Dann haben wir Aluminium. Auch da bitte kommen wir runter auf den Boden. Es gibt Zahlen dafür. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit legt einen Grenzwert fest. Und zwar darf ein Kindlein oder überhaupt ein Mensch 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche haben. Ein kleines Kind mit 2 Monaten, 3 Monaten hat 5 Kilo, wenn es gut ernährt ist, nicht? Das heißt, pro Woche darf dieses Kind 5 Milligramm bekommen. Jetzt ist aber so, dass was wir im Mund nehmen, wird nur zu einem Tausendstel circa resorbiert. Das heißt, wir sprechen hier von 5 Mikrogramm pro Woche. Stimmt ihr zu? Mathematisch müsste das korrekt sein, oder? Ist ja nur eine Verschiebung um 3 Stellen. Und was ist jetzt in den Impfstoffen drin? Im Infanrix Hexa-Impfstoff finden wir laut Packzettel 1,45 Milligramm. Hier rein mit einem Shot und 4 Wochen später wieder. Das überlesen wir jetzt. Das sind Packzettel. Wer Interesse hat, Packzettel mal zu sehen, weil die kriegt ihr von euren Ärzten. Ich mache nochmal zurück, damit sie sich nicht ärgern. Wer Interesse an Packzetteln hat, ich habe auf meiner Homepage rolf-kron.de alle gängigen Packzettel drauf von allen Impfungen, die man so auf dem Markt hatte oder hatte. Da könnt ihr die Packzettel schauen. Das sind Packzettel und wir sehen hier, ist jetzt vergrößert, dass der Infanrix Hexa-Impfstoff 1,45 Milligramm Gesamt hat. Dann kommt Prevenar dazu eben, das ist der Pneumokokken-Impfstoff. Und wir sehen, dass der auch nochmal zusätzlich 0,125 Milligramm Aluminium hat. Das ist in der 12-fach-Impfung dann eben, wo sich das hochaddiert. Hier, das ist jetzt ein Impfstoff von Novartis. Auch da haben wir 0,5 Milligramm Aluminium. Und das kriegen unsere Kinder direkt gespritzt. Das ist der Meningokokken-Impfstoff. Aluminium führt zu Parkinson, Amyotropher Lateralsklerose. Das ist das, was Stephen Hawking hatte, unser Atomphysiker, der nachher nur noch mit dem Sprachcomputer da sprechen konnte. Neurodegenerative Erkrankungen bis hin zum Golfkriegssyndrom. Nicht? Es macht Autoimmunerkrankungen, chronische Müdigkeit, Muskelschmerzen, Alzheimer, ADHS, Autismus, alles erforscht. Und da gibt es ein Buch vom Klingele, liegt auch draußen beim Daniel auf dem Tisch aus. Autismus und Impfen ist von jeher bekannt. Das Center for Disease Control hat es verheimlicht und ein Whistleblower, einer, der dort gearbeitet hat, hat es jetzt zugegeben, dass das schon lange bekannt ist, dass Impfungen Autismus machen. Immer mehr Impfung, kann das gesund sein? Das ist die gute Frage. Wir entwickeln immer mehr Impfstoffe gegen Krebs, gegen Bluthochdruck, gegen MS, gegen Diabetes, Allergien, da sind wir dran, nicht? Neurodermitis, Blasenentzündung, ich war entsetzt. Eine Frau kam zu mir in die Praxis und sagte, ich habe eine Impfung gegen Blasenentzündung bekommen und seitdem habe ich nur noch Blasenentzündungen. Und dann habe ich gesagt, ja, Impfung gegen Blasenentzündung gibt es doch gar nicht. Doch, doch, sagt sie, ganz sicher, schauen Sie. Nicht? Dann habe ich den Impfpass geschaut, dann steht da ein Impfstoff drin, habe ich Google geschaut. Tatsächlich, es gibt eine Impfung gegen Blasenentzündung. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so habe ich das geschaut und habe den Packzettel auch auf meine Homepage. Es gibt sogar einen Impfstoff gegen Vaginalpilz. Nicht? Eine Woche später kam eine andere Frau, wie es so ist, nicht? Den Hammer auf den Kopf, ich weiß nichts, nicht? Die sagte mir, ich habe mich gegen Vaginalpilze impfen lassen. Ja, dachte ich, es gibt, ich bin jetzt kleinlaut geworden. Ich habe nicht mehr gesagt, es gibt es doch nicht, sondern sofort gegoogelt. Nicht? Ja, ja, es gibt Impfungen gegen Vaginalpilze. Und wir sind da dran, eben Asthma, Akne, Fußpilz, Autoimmunerkrankung, Leukämie und alle Infektionskrankheiten. Alle. Das ist eine Riesenlobby. Die Pipeline ist voll. Die verdienen Milliarden und Milliardenbeträge damit. Und dass Impfungen krank machen, ist von jeher bekannt in der Medizin. Infektneigung, Fieber, Durchfall, Husten, Allergiesteigerungen,
Auch da wird euch der Kollege Mutter heute Nachmittag viel erzählen. Nicht? Aluminium nutzt man oder setzt man ein, um Versuchstiere krank zu machen, um Medikamente an ihnen zu erproben. Aluminium ist hochgradig toxisch für unseren Körper. Es macht Allergien, es macht Rheuma, es macht Leukämie, es macht alles Mögliche. Infektionen im HNO-Bereich. Und das sind die ersten Zeichen, die wir sehen. Autoimmunerkrankung, Diabetes, Guillain-Barré-Syndrom, Multiple Sklerose, alles bekannt. In Frankreich 800 Jugendliche entwickeln MS nach der Hepatitis B-Impfung, prozessieren heute noch. Während in Italien immer noch Impfpflicht gegen Hepatitis B ist, nicht, zieht in Frankreich die Regierung die Empfehlung zurück. Bis hin zur Sterblichkeitserhöhung, was uns der Peter Abbey belegt hat in Afrika, der gesagt hat, geimpfte Kinder haben ein doppelt so hohes Sterberisiko wie ungeimpfte Kinder. Rückgang der Seuchen, sind die durch Impfungen tatsächlich erklärbar? Wir sehen, dass die Masernsterbequote schon um 99,9% zurückgegangen ist, bis man 63 in Amerika und 72 in Deutschland erst die Masernimpfung eingeführt hat. Hat die Masernimpfung irgendeinen Effekt anhand dieser Kurve? Nein. Und das Gleiche gilt für andere Infektionskrankheiten auch, wie Typhus, Diphtherie, Masern, Keuchhusten und auch Scharlach. Es hat nie eine Scharlachimpfung gegeben und trotzdem ist diese Scharlachepidemie, die früher todbringend war, verschwunden. Woran liegt es? Können andere Dinge dafür verantwortlich sein? Wenn wir mit dem Impfen aufhören, nicht, wir haben ja 72 in Indien festgestellt, dass die Impfung nichts nützt gegen Tuberkulose und es hat 26 Jahre gedauert, bis man in Deutschland die Impfempfehlung aufgehoben hat. In Österreich 2 Jahre später, weil da ticken die Uhren halt anders. Nicht? Diese Impfung ist unwirksam und schädlich und europaweit geht trotzdem, seitdem wir die Tuberkulose stoppen, europaweit, fast weltweit sogar, die Erkrankungsrate zurück. Sie hat sich halbiert inzwischen. Einzig und allein in Schwarzafrika, da wo die Ebola-Krise entstanden ist, nicht? Wo die Seuchen, die Brutstätte der Seuchen. Und da müsst ihr mal die Hintergründe studieren, was da passiert. Die leben da so. Virus heißt eigentlich Gift, übersetzt aus dem Lateinischen. Und wenn du so ein Wasser trinkst, ist ganz klar, dass du Brechdurchfälle entwickelst, wo man natürlich sagen kann, das muss Rotavirus sein oder Norovirus. Komisch wechseln die immer ab zu Weihnachten und zu Ostern, nicht? Da, wo der Zuckerkonsum am höchsten ist, da kriegen die Kinder ihre Durchfallerkrankungen. Und DDT ist ein Insektizid, was man in den 40er, 50er Jahren angepriesen hat wie Margarine, nicht? Wunderbar, gut für alles. Deutschland hat so hohe DDT-Gehalt in der Kuhmilch, im Fleisch, dass der Export von unseren tierischen Produkten verboten worden ist. So hohe DDT-Belastung hatten wir. Und die Verkaufszahlen von DDT korrelieren fast immer mit der Poliorate. Wenn wir aufhören, seit 2009 durch die Kopenhagener Konventionen ist verboten worden weltweit, 2011 ist Indien zum ersten Mal poliofrei. Was wir brauchen, ist gesunde, vitaminreiche Vollwerternährung. Kein McBurger und Ding und hast du nicht gesehen und Fried Chicken. Ja, ich möchte ja das nicht, sonst kriege ich nachher Klagen an den Hals. Wir brauchen vitaminreiche Vollwertkost, sauberes, gesundes Trinkwasser und eine Kanalisation. Pettenkofer hat in Europa, in München erstmalig die Cholera verbannt durch Trennen von Trinkwasser und Abwasser. Und wenn ihr in Indien dort nicht aus einer abgefüllten Plastikflasche euer Wasser trinkt, sondern aus irgendeinem Brunnen, dann ist der Durchfall schon vorprogrammiert. Die Typhus. Typhus ist eine Salmonelleninfektion. Verzicht auf weltweite Massenimpfungen und Insektiziden und anderen Giftstoffen. Lieber Bill Gates, liebe Gavi, Global Alliance for Vaccine, liebe Weltgesundheitsorganisation, ein Dachverband von allen Pharmafirmen, Pharma-Riesen, es ist nur ein Dachverband, die WHO. Liebe STIKO, gibt uns zu essen. Wir brauchen keine Impfung gegen Masern für 5 Milliarden Dollar. Für 5 Milliarden Dollar können wir locker ein ganzes Jahr lang auf dieser Welt den Hunger stoppen. Locker.
Was glaubt ihr, was passiert, wenn man solch ein Kind ein Giftcocktail in den Arm rammt? Mit Masern, Mumps, Röteln und sechsfach Impfung. Was glaubt ihr, was passiert? Und dann entwickelt das Kind einen Ausschlag, nicht? Und man sagt, ah, Masern, guck mal, der ist an Masern gestorben. Ja, natürlich erkranken solche Kinder schwer an Infektionen. Den muss man aber zu essen geben. Seitdem wir beobachtet haben, dass wenn wir zu der Masernimpfspritze noch Vitamin A spritzen, verschwindet die Sterblichkeit an Masern. Die Masernschwere verläuft durch Vitamin A-Mangel. Es ist bekannt, dass Vitamin D 800-fach besser vor Grippe schützt als die Grippeimpfung, die ja nichts schützt. Das kommt jetzt noch im Schnellflug, nicht? In Pakistan ist eine Polio-Epidemie aufgetreten, da waren 136 Kinder erkrankt, 107 davon, also 79%, waren geimpft. Wenn die Kinder mehrfach geimpft wurden, wie konnten sie dann an Kinderlähmung erkranken? Gibt es andere Ursachen? Ja, Giftstoff. Ich muss leider ein bisschen schnell machen, ich bin spät dran. Die Pneumokokkenimpfung hat die Cochrane Collaboration herausgefunden, 2011 schon. Sie nützt nichts, vor Lungenentzündung schützt sie weder die Erwachsenen noch die Kinder wegen beobachter Unwirksamkeit. Und die Meldehäufigkeit von Nebenwirkungen war beachtlich hoch, obwohl sie eigentlich beachtlich klein ist, weil keiner meldet. Aber sie ist trotzdem beachtlich hoch. Keuchhusten verliert weltweit an Wirkung. Immer mehr Keuchhustenfälle, trotzdem wir seit 50 Jahren impfen, 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 impfen. Jeder kriegt Keuchhustenimpfung. Sogar in Brasilien, die immer noch den Ganzkeim-Impfstoff verwenden, der bei uns in den 80er Jahren vom Markt gegangen ist, habe ich eingangs erwähnt. Die kriegen noch diesen hochgiftigen Impfstoff. Und wer kriegt den? Die Schwangeren. Seit 2014 Pflicht. In Australien wurde festgestellt, dass die Keuchhusten geimpften Geschwister die größten Risiken für die Jugend, für die jungen Säuglinge darstellen. Die Grippeimpfung ist unwirksam und schädlich. Das hat auch der Thomas Jefferson, ein hochrangiger Cochrane-Mitarbeiter, eben gesagt. Die Grippeimpfung verhindert weder die Erkrankungshäufigkeit, noch mildert sie deren Komplikationen, noch reduziert sie die Sterblichkeit älterer Menschen. Dagegen sind mögliche Nebenwirkungen Anlass zur Sorge. Nebenwirkung Tod, ich überfliege das jetzt nur, nicht? Nach der HPV-Impfung 69 Todesfälle in Amerika gemeldet. In Indien hat man da einen Versuch gemacht mit der neuen Valenten, also gegen neun Krebsvorstufen enthaltende Impfungen. Da sterben 6 Mädchen und der Gesundheitsminister verscheucht die Ärzteschaft aus dem Land. Wir wollen eure blöden Versuche nicht mehr. Und spricht weltweit eine Warnung gegen HPV aus, die Gebärmutterhalskrebsimpfung. Ja? Wir haben auch hier der Umgang der Behörden mit den Zahlen. Ich bin sofort fertig. Ihr werdet schon unruhig da unten. Ja. 1170 Meldungen zu Impfungen. Zu Infanrix Hexa. 160 Todesfälle. Und ich mache ja jedes Jahr ein Update meiner Folien, weil ich möchte immer die aktuellen Zahlen haben. Und was auffällt, ist, dass die Meldungshäufigkeit steigt, aber die Todesfallraten zurückgehen. Die sind wieder auferstanden. Was passiert da? Wenn 160 Todesfälle gemeldet werden und ein paar Jahre später nur noch 110 drinstehen, was passiert da? So gehen die mit den Zahlen um. 71 bleibende Schäden, jetzt sind es nur noch jetzt sind es nur noch 103 Todesfälle eben. Es werden immer weniger und die bleibenden Schäden gehen auch zurück. Süddeutsche Zeitung im September 2014, ein tödlicher Unfall bei Masernimpfung. 15 Kinder sterben. Was glaubt ihr, wie viele Jahre wir bräuchten, dass 15 Kinder in Deutschland an Masern versterben? Das kommt nicht in die Presse, wirklich. Nicht? Also wenig. Das war mal ein Ausrutscher bei der Süddeutschen Zeitung. Insgesamt sind in der unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungsdatenbank 381 Todesfallmeldungen, Verdachtstodesfallmeldungen gemeldet. Wenn wir das jetzt noch hochrechnen, mal 20, weil die Meldezahl ja äußerst gering ist, dann ist es beachtlich. Aber bitte, es ist ein Skandal in Deutschland, wenn wir eine Lücke im Impfpass haben. Es ist kein Skandal, wenn unsere Kinder Babypillen nehmen, Ritalin fressen ohne Ende, zu McDonald's gehen und sich ein Liter Cola dort reinkippen. Das ist kein Skandal. Aber wenn eine Lücke im Impfpass ist. Das ist die Sterblichkeitsquote
von Kleinkindern. Und wir sehen hier, zweiter, dritter Monat, einen Wahnsinnspeak. Und hinten, wo die 12-fach-Impfung gemacht wird, nochmal ein Wahnsinnspeak. Kann das Zufall sein? Ich denke nicht. Das Argument Herdimmunität, da wird ja immer wieder drauf gepocht. Du hast eine soziale Verantwortung, weil du könntest, wenn du dein Kind gegen Masern impfst, ein anderes Kind, das nicht geimpft werden darf, schützen. Das ist völlig Hanebuchen, weil Geimpfte mit IPV, der neue inaktivierte Polio-Impfstoff und auch Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff, die können bis zu 5 Wochen Träger sein von infektiösem Material, ohne dass sie Krankheitssymptome entwickeln. Das heißt, wir müssten eigentlich die frisch Geimpften aus den Schulen verbannen und nicht die ungeimpften Kinder. Weil die Geimpften müssen sich ja nicht sorgen, sie sind ja geschützt. Die Langzeitwirkung ist unbekannt. Und was interessant ist, die Wirkung sehr fraglich. Bei Masern gibt es 13% Non-Responder. Das heißt, die reagieren gar nicht mit einer Antikörperproduktion. Wie kann man da eine Herdimmunität bitte propagieren? Unsere Kinder sind zu 96% gegen Masern einmal geimpft. Es müsste eigentlich lege artis keine Masern mehr auftreten und trotzdem haben wir immer wieder Epidemien. Weil Impfen nicht schützen. Kann man auch auf meiner Homepage nachlesen, habe ich einen ganzen Aufsatz zugeschrieben, dass Antikörper keinen Schutz vermitteln. Der HIV-Positive freut sich auch nicht, dass er Antikörper gegen HIV hat. Mein Schlussplädoyer. Impfen gehört wohl eher nicht, wie wir gesehen haben, zu den wichtigsten und präventiven Maßnahmen, sondern produzieren chronische Krankheiten. Unsere Kinder sind so krank heute. Allergien, 4 von 5 Kindern inzwischen eine Allergie. 30% der Kinder, die in die Schule kommen, haben Neurodermitis, 10% Asthma. Autismus in Amerika haben wir gesehen, 1 zu 45 Kindern. Es steigt immer mehr. Krankheiten, die früher äußerst selten waren, werden immer häufiger. Die Krebsrate. Und wie wir gesehen haben, die Rückgang von Seuchen wie Pocken und Kinderlähmung sind kein Beweis. Es gibt andere Erklärungsmodelle dafür, dass Seuchen vergangen sind. Die Cholera konnte auch vergehen allein durch Kanalisation. Die Pest konnte vergehen allein durch Hygiene. Moderne Impfstoffe sind gefährlich und werden immer wieder vom Markt gezogen. Vor kurzem hat man erst Millionen Impfstoffe vom Infanrix-Hexa-Impfstoff vom Markt genommen. Unerwünschte Arzneinebenwirkungen werden in den meisten Fällen verkannt, verharmlost, heruntergespielt, vertuscht und gar nicht mehr erst erfasst. Also bitte, nehmt diese Sachen kritisch. Ihr müsst es selbst recherchieren, lest es nach, weil ihr geht jetzt nach Hause, ihr seid vielleicht 3 Monate noch infiltriert von meinen Horrorszenarien, aber bitte lest es selber nach, glaubt mir kein Wort, prüft es. Es ist alles nachzulesen. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn Sonntagmorgen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus